Zombie Apocalypse. Hallo und herzlich willkommen hier in der Zockerbude. Ich bin der Chris, weiter geht's mit Project Hospital. Wie ihr vielleicht hier oben, ich fand da mal mit der Maus hin, hier oben sehen könnt, hier ist was Neues hinzugekommen links und hier ist was Neues hinzugekommen. Das hier rechts, das ist ein kleiner QR-Button, da könnt ihr donaten, wenn ihr wollt. Falls ihr wisst, ob das überhaupt erlaubt ist auf YouTube, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich konnte nämlich nichts zu finden und ich probiere das jetzt einfach mal aus. Genau, hier oben seht ihr nochmal einen Balken. Ja, wer vielleicht das Custom Wasserkühlungsgedöns gesehen hat bei mir auf dem Kanal, der wird mitgekriegt haben, dass mir meine Grafikkarte quasi kaputt gegangen ist. Der Hersteller und der Verkäufer haben sich zurückgemeldet. Das kostet mich um die 500 Euro. Da habe ich mir gedacht, nö, danke. Ja, und jetzt habe ich gerade übergangsweise eine, das hatte ich glaube ich auch schon mal in irgendeinem Video erwähnt, eine 5700 XT drin. Da merke ich aber schon, dass der Encoder aber sowas von ultra langsam ist, dass der quasi jede einzelne Sekunde neu errechnet beim Schneiden von Videos. Das ist, geht mir ein bisschen sehr toll auf den Nerv. Da war die 2080 super deutlich fixer unterwegs. Genau. Genau, da oben seht ihr so einen Fortschritt. Wenn ihr was spenden würdet, würde das hier auch höher gehen. Es ist schon ein bisschen was vorhanden, so ist nicht. Das habe ich da einfach mal mit reingepackt, dass ihr quasi das Restliche begutachten könnt, wie viel da noch empfiehlt. So. Genau. Gestern, mega Folge, also letzte Folge so. Für mich gestern. Hat sich ja massiv verlängert, die Folge. Aber dass da so viel passiert, ist ja der Hammer gewesen. Achso, genau. Da muss man jetzt auch keine Angst um die Videos haben. Falls YouTube nachher sagt, ey, hau ab mit deinem QR-Code, das wollen wir nicht, dann werde ich da irgendwas rüberlegen. Das nochmal vorweg. So, dass der QR-Code dann einfach nicht mehr zu sehen ist. Dann habt ihr da oben vielleicht ein Smiley draufkleben oder was. Müssen wir mal sehen. Vielleicht ist es in der nächsten Folge auch schon weg, weil YouTube direkt sagt, hier, Alter, was ist mit dir denn nicht richtig? Das könnte vielleicht passieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich konnte aber auch nichts zu googeln. Also es gab nirgendwo irgendwelche Hinweise zu, dass das verboten wäre. Deswegen probiere ich das Ganze. Bei den großen Kanälen hat man es auch irgendwie nie gesehen, sowas. Vielleicht sind die auch nicht darauf angewiesen, weil sie groß sind und durch YouTube vielleicht selber monetarisiert sind. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir werden sehen, was passiert damit. Genau. Jetzt machen wir aber weiter mit dem Spielgeschehen hier. Ich habe noch einen Tipp erhalten. Und zwar kann man hier mehrere Arbeitsplätze in die Labore reinpacken. Und wenn man da auch draufklickt, dann sollte man sehen, hier, guck mal, 4 Stück, genau, das wurde mir nämlich angezeigt. 4, 4, 2, 1. Das liegt, glaube ich, an dem Gerät, ne, woran man es sieht. Genau, und das ist das ganze Problem daran. Guck mal, die sind nämlich beide schon mit 4 Teilen extremst ausgelastet. So, in dem Tipp stand auch noch, also in dem Kommentar stand noch drin, dass du dann gegebenenfalls mehr Geräte brauchst. Wir prüfen einfach mal, ob wir das so erweitern können. Ich will versuchen, gleich noch mit dem letzten Department noch anzufangen. Nicht medizinische Labore. Achso, ich will bauen hier. Bauen da, genau. Wie kann man das stellen? Habe ich hier noch Platz, ist die Frage. Habe ich hier noch Platz. Ein Drucker braucht ihr, okay. Wir packen einfach nicht genügend Geldmittel. Kann man hier mal ein Kredito aufnehmen? Geht das überhaupt? Jo. Hier, den ballern wir da einfach mal irgendwas drauf. So, shit, egal. Soll uns nicht stören. Insgesamt fährt unser Krankenhaus 95.000 minus ein. Ja, nicht schlecht, oder? alles klar. Das ist aber auch eigentlich eher nur so ein Building-Projekt hier. Die Finanzen. Warum? Ist ja durch ein anderes Objekt blockiert. Cool. Und dahin geht er nicht, ne? Dann müssen wir dich da oben hinstellen. So, geh weg. So, noch ein Labortisch. Damit wir nochmal 2 hier in diesen Raum reinkriegen und mal angucken können, wie sich das denn tatsächlich nachher verhält. So, 1, 2. 1, 2 und ein Druckerchen brauchst du noch, ne? Damit hat ein vollwertiger Arbeitsplatz für dir. So, jetzt können wir da wieder rein und uns erstmal
Biochemie und fortgeschrittene Biochemie. Das ist gut. Du machst das mal und wir sind jetzt gerade in der Nacht, ne? 20 Uhr, ja. Wir nehmen hier gleich mal ein für nachts drauf. Null, aber er hat die Fähigkeit schon drin, das gefällt mir ganz gut. So, und das überprüfen wir jetzt mal, ob das funktioniert. So, los geht's. Ruckel, ruckel. Das ist jetzt gerade der erste Moment, wo es losgeht. Und wir stellen das mal auf zweifache Geschwindigkeit. So, wo ist denn jetzt die Person? Genau, das war nämlich das Problem, dass die Leute hier nämlich die ganze Zeit warten und einfach keinen Bock haben, natürlich so lange zu warten. Kann ich verstehen? Hätte ich auch nicht. Oh. Die wurde schon mal. Die ist ins Koma gefallen. Ah, oh. Das ist aber nicht gut. Da steht schon jemand dran. Sehe ich das richtig? Ist die das hier? Ja, warte mal, wo ist sie denn? Ach, die hat einen verbrannten Kopf. Tatsächlich, da steht schon ein Arzt dran, oder was? Oh, das war schlecht. Oh, nicht, dass das unser erster Patient ist, der hier sich verabschiedet. Wo geht's jetzt hin? Auf die Intensiv oder was? Ja. Ab in den Fahrstuhl, ab nach unten. Hä? So. Im Koma ist die gute Dame jetzt. Das ist aber echt massiv schlecht. Oh, Krankenwagen. Okay. Unterdrückt. Komplizierte Diagnose. Ein Arzt hat Schwierigkeit mit seiner Erfahrung, eine Diagnose zu stellen. Hilf ihm, indem du die nächste Untersuchung wählst. Alles klar. Geht los hier. So, du bist also zu blöd dafür. Okay. Einfache chronische. Warte mal, hier können wir doch. Das innere Medizin und innere Medizin. Warum überweisen wir ihn nicht einfach dahin und die machen das dann? Das wird mir vielleicht besser gefallen. Wie kann man die nochmal? Abteilung wählen. So, du hau mal ab, geh mal in die innere Medizin und lass dich da mal untersuchen. Die kriegen es besser hin. So, tschüss. Hau rein. So, ist der Krankenwagen schon wieder da? Oh, hier kommt. Stellen Sie sich schon bereit hier. Ja, geht ab hier, ne? Mittlerweile 116 Patienten wollen wir am Tag durchdrücken. Das schaffen wir noch nie im Leben. Warte mal, ich muss mir hier kurz die Notaufnahme angucken, wie voll die ist. Also hier der ärztliche Bereich, wie voll der ist. 3 Patienten sind noch da. Ein bisschen Zeit haben sie noch. Ich würde fast schon behaupten, wir stellen uns noch mal eben einen nächtlichen Notfallmediziner hier ein, der hier mal ein bisschen unter die Arme greifen kann. Du machst das mal. So. Dann geht das da auch ein bisschen schneller voran. Hier warten wir mal auf unseren Patienten. Ah, stopp. Wir wollten auch eigentlich ins Labor gucken. Klappt das denn jetzt hier? Sieht noch schlecht aus. So, einen Moment. Wir gucken jetzt mal hier rein. Mal hier reingucken. 5. Und da oben sind es 2. 5. Was zur Hölle? Warum sind das da noch mehr? Jetzt die Frage, schafft Abhilfe, wenn wir jetzt noch einen dritten aufbauen? Das ist jetzt die Frage. Ich würde das tatsächlich einfach mal machen wollen. Also irgendwie müssen wir da mal eine Entlastung schaffen, dass die Räumlichkeiten da ein bisschen entlastet werden. Das sagt das Wort ja schon. So, jetzt müssen wir aber nochmal eben vielleicht den Korridor mit dran schieben, damit wir kein dreckiges Problem kriegen. Korridor. Ziehen wir mal um 2 weiter. Warte mal, vielleicht laufen die auch von der Intensivstation da hinten lang. Na? Wir nehmen das mal in der Größe nach da. Zack. Und schieben dann den Korridor nach oben, damit dort sauber gemacht wird. Können wir den Raum auch noch einnutzen. So, jetzt stellen wir uns nochmal. Na? Warum komme ich da jetzt gar nicht ran?
weil er dahinter hängt und ich ihn nicht gesehen habe. Alles klar. Ein mit fortgeschrittener. Oh, Nachteule. Pass auf, du kannst mal hier für die Nacht kommen. Das finde ich gut. Und du warst gar nicht dabei. Dachte da noch jemanden gesehen zu haben. Da. Ja, komm. Egal, mach einfach mal. So, jetzt versuchen wir das mal so nochmal etwas weiter zu. Ein überwachter Patient ist kollabiert. Juhu. Eine Pestsepsis. Ach du Kacke. Warum hat der überhaupt noch gar keine Diagnose? Was soll das denn? Ui, guck mal, der ist hier in so einem Quarantäne-Eimer hier. Warte mal, genau, das ist mir gestern Abend noch kurz vom Pen eingefallen hier. Pass auf, was ist das denn hier? Warum gibt es keine Korridore? Oh, oh. Habe ich das in den anderen auch vergessen? Ja, da habe ich es gemacht. Nur hier habe ich es vergessen. Jetzt müssen wir noch schon mal nachholen. Hier gibt es noch keinen Oberarzt. Da unten auch. Ihr habt doch keinen Oberarzt. Oh, oh. Sachen über Sachen, die mir gerade auffallen, die wir nochmal nachsteuern müssen. Mittlerweile müsste doch unten eigentlich auch mal unser Notfallpatient reingekommen sein. Kannst du das nicht machen? Ja, oh, scheint so. Korridore sind jetzt hier da. Hier nur noch nicht. Einer. Wo ist der? Wo ist der eine Korridor? Hey. Achso. Ha. So. Korridor. Hier vorklatschen. Okay, das kann ich durchziehen an der Wand. So. Nein! Ah, oh, das war verkehrt. Oh, oh. So, und hier bin ich noch am Überlegen, nochmal drei OPs nachzupflanzen, weil auf der Station brauchen wir es nicht. Keine OPs meine ich. Und gegebenenfalls könnte es für die Zukunft knapp werden mit denen, die wir haben, wenn wir jetzt schon so einen Anlauf haben hier. Und das jetzt auch immer und immer mehr wird. Und am besten nachher noch mit Events und... Hast du nicht gesehen? Dann wird es ein bisschen knapp dann, glaube ich. Wenn man nur drei OPs da stehen hat. Deswegen würde ich mir vielleicht nochmal so eine kleine Batterie an OPs hier oben hinstellen. Ist halt nur die Frage, ob das so cool ist, wenn es gleich direkt an dieser Infektionsstation hier ist. Das rein theoretisch Sinn machen würde. So, Korridore hat's auch. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Habe ich jetzt direkt vergessen, ne? Oberarzt können wir jetzt nochmal auswählen. Hier, du machst das mal. So, und was war... Ach so, hier, genau. Kollabiert, der kommt jetzt sowieso nach unten. Septischer Schock. Schön. Gut, lassen wir mal so laufen. Können wir jetzt gerade nicht ändern. Ja, ich klopfe ein bisschen auf die Tastatur, um nach unten zu kommen. So, da, guck mal, da ist unser Patient hier. Noch einer. Oh, oh. Eine Darmfistel, weißt du also schon. Ja gut, dann hau ich eine abdominale OP rein. So. Ein Patient ist kollabiert. Das gibt's doch nicht. Ein Schlaganfall. Ja, genau, dann macht man das anders. Da braucht man keine OP. Kardiologie war das, okay. Oh, meinetwegen. Oh, ja, genau, da, das wollte ich. Genau, das war der Ursprung, nämlich warum ich überhaupt drauf gekommen bin. Jetzt kann ich natürlich nicht zurückspulen, aber ich habe es bestimmt gesehen. Hier auf dem Ding war nämlich so ein Kasten drauf. Für seinen infektiösen Kram. So, was ist denn los heute mit der Sprache? Vielleicht liegt es an Müdigkeit. Das könnte durchaus eine. Ein Grund dafür sein. So, was wollen die jetzt machen? Die machen gerade 1000 Sachen mit dem Magger. Oh. Besser geht's denen jetzt auch wieder. Und da kommt. Ach, hier, das ist der nächste hier. Boah, das ist doch nicht normal, Mensch. Und wahrscheinlich ist das normal, weil ich wieder irgendwo eine klemmende Stelle habe und nicht hinterherkomme. So, die kommt auch gleich hier rüber. Hier, stopp, da. Da. Genau, das meine ich nämlich. Hier diesen Schutz halt, diesen Virenschutz. Frank Berger. Ja, bei dem sind sie noch dran. Den septischen Schock haben sie jetzt überwunden und jetzt wird er wieder zurück auf seine Station gepackt. Schick.
So, was hast du hier? Du hast irgendwas, was kein Mensch rauskriegt. Ein CT und MRT. Ein MRT könnte auch vielleicht helfen, oder? Was ist jetzt? Tägliche News. Sind wieder normal. 88 sind es trotzdem noch. Das ist auch gut. So, Tuberkulose. Das ist ja super toll. Okay. Das sind doch alles tatsächlich Sachen, wo ich behaupten würde, mach doch mal ein MRT. Da könnte man doch bestimmt schon einiges rausfinden, beziehungsweise ausschließen. So, gut, da sind sie dran. Führer 10, ja, guck. Die haben wir doch gestern erst reingekriegt in der Folge, oder nicht? So, wie sieht es hier aus? Dreckig. Gut. Da wird noch jemand aufgerufen. Wie sieht es hier oben aus? Es scheint etwas geholfen zu haben. Ich gucke da jetzt nochmal eben rein. 6 hat er jetzt da drin. Einen und 0. Hier sind auch 5 drin. Ach du Kacke. Boah, die fordern jetzt aber den Laborkram hier aber echt hart ab gerade, wa? Puh. Da muss ich mir sonst nochmal überlegen, nochmal irgendwo anders Räumlichkeiten zu suchen. Hab ja noch ein bisschen Platz hier in meinem Kapuff hier. Ja, jetzt schaffen wir es natürlich nicht mehr, die Traumastation aufzubauen. Hier, da, Verbrennungsmenschen. Ein Patient ist dabei. Du wartest bestimmt. Ja. Wo sitzt du gerade? Unten wahrscheinlich, ne? Ja. So, warte, wo macht man den? Das müsste das hier sein, ne? Ne, ist tatsächlich hier. Ja, doof. Doof. Warte, wenn wir jetzt noch einen Mitarbeiter einstellen. Warte, für die Nacht wieder, ne? 1 Uhr nachts, ja, genau. Biochemie. Hat es immerhin schon mal drin. So. Jetzt gucke ich mir das mal an, ob das was bringt. Okay. Das haben sie beide zusammen drin rumgerührt. Und ein größeres Labor. Ein Patient ist dabei zu gehen, wartet schon sehr lange auf eine, ja, Bluttest, ne? Ist das auch da? Ja. Das ist ungünstig. Das gefällt mir gar nicht. Können wir dir erst noch was anderes reindrücken? Achso, und ich habe noch was gelesen, dass man die sonst stationär aufnehmen kann. Das soll es wohl auch erstmal verhindern. Weißt du was? Wir probieren das jetzt mal aus. So, du gehst jetzt. Erstmal auf der Station. So, wo war der andere, der rumgequakt hat? Du. Herzeigen. Ab in die Station. So, bevor mir jetzt die Leute wieder abhauen, versuchen wir das mal so ein bisschen zu. Ach, guck mal, jetzt haut sie nämlich auch. Hey. Ich beobachte das mal ein bisschen. Sie läuft auch nur links, rechts. Oh, der Hubschrauber geht schon ab. Ja, die fummeln auf jeden Fall ziemlich viel an einer Person rum. Wobei oben irgendwie nichts los ist. Ein Patient ist kollabiert. Juhu. In der Sedologie. Warum? Naja. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. So, jetzt sind es noch 4. 004 da drüben. Wir warten das Ganze mal ab. Gucken, ob das uns geholfen hat. Jetzt warten wir nochmal auf unseren Hubschrauber für die letzte Minute hier in unserem Video. Das gucken wir uns mal eben an und dann machen wir wieder Schluss. Dann bauen wir das doch erst in der nächsten Folge. So, die ist jetzt angekommen hier. Was hast du denn überhaupt? Dehydration. Warum bist du wohl kollabiert? Verstehe ich nicht. Immerhin kommt der Arzt schon mal angerannt. Das finde ich gut. Haben wir denn für abends hier hinten überhaupt einen zweiten Arzt? Fällt mir gerade mal so ein. Nö. Der einmal hier die ganze Zeit alleine rum. Ich habe auch nur eine Schwester abends. Oh, das ist aber mutig.
Stationspflege ist, glaube ich, ganz gut. Du machst das mal. So, drei nachts. Weil es werden ja jetzt auch nachts mehr Fälle, muss man jetzt auch mal deutlich sagen. Vor allem allein schon mit den Leuten, die die ganze Zeit da rumkollabieren. Komm, einen nehmen wir uns dann mindestens nochmal rein. So. Zack. So. So, was mit dir? Du wartest jetzt auf Verfrachtung, richtig? Also. Immer noch zwei versteckte Symptome. Ja. Wird schon. Was macht der da oben eigentlich? Oder hier. Substrauber. Interessant wäre mal zu wissen, das ist mir gerade auch noch eingefallen vor der Aufnahme. Gibt es eigentlich einen Zaun? Kann man hier einen Zaun bauen? Ich würde es ziemlich cooler finden, wenn es da hinten rum und nicht immer vorne reingeht. Wände hätte ich jetzt vermutet, aber. Warum? Das ist auch irgendwie neu. Ist das ein Bug? Ich kann hier nicht mehr. Geht nicht. Komme ich nicht rum. Also auf die zweite Seite, würde ich sagen. Böden geht auch nicht. Warum komme ich nicht mehr? Ja, doch, hier geht's. Hier nicht. Warum? Ja, scheinbar gibt es wohl keine Zäune, ist egal. Wir lassen es jetzt. Das wäre nämlich cool, dann könnte man das nämlich vielleicht so abgrenzen, ganz cool. Achso, warte mal, wo bist du jetzt? Oh, oh. Was? Ne, du bist es hier, oder? Also du kriegst erstmal da reingeprügelt hier. Ah, verdammt, jetzt habe ich nicht geguckt, wer das war. Oder bist du das? Nee. Im Ruhestand. Kann man das sehen? Wartet auf Transport zum Bett. Kann man das sehen, mit was sie gekommen sind? Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Sechs versteckte Symptome. Ich würde ja fast behaupten, es müsste die Person hier sein. Trapezkünstler, ui. Eingewiesen, Transport zum Zimmer. Dann mal los. Oh ja, die blutet hier noch alles voll. Oh, da muss sie ja sein. So, wenn die jetzt gleich zur OP soll, dann gucken wir das uns noch eben an. Also, was war das jetzt hier? Ein subdurales Hämatom. Oh, sie ist unterwegs kollabiert. Bewusstlosigkeit, cool. Also, natürlich nicht für den Patienten, aber das hat mal zu sehen, was da noch so passiert. Wollen die das jetzt erst beheben und dann geht's weiter? Wahrscheinlich, ne? Ach, die haben die. Was ist mit dir? Der hat sich ziemlich hart verletzt, würde ich mal sagen, was? Jo. So, ITS, wo ist sie denn jetzt hin? Ein überwachter Patient ist kollabiert. Alter, wie oft willst du denn noch ins Koma fallen? Ach, das ist die Frau, die wir gesucht haben. Achso, sie ist jetzt wahrscheinlich von ihrer Bewusstlosigkeit ins Koma geknallt. Oh, das ist echt hart, ne? Code Blue, behandelt diesen Patient, als wäre er in ein. Der ist er schon. Ja, so kannst du natürlich nicht zur OP gehen, ne? Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Da hinten. Jemand im Koma operieren? Geht das überhaupt? Ist schon wieder einer? Ach du Kacke. Hier geht das rund. Das ist der Hammer. Da mag man gar nicht die Folge beenden. Wir haben jetzt nämlich schon wieder 25 Minuten drauf. Uiuiui. Ja, ich weiß. Ach so, warte, wir haben doch. Ja, pass auf. Du. Stationäre Aufnahme, los. So, wo ist der von gerade? Du. Zeigen. Stationäre Aufnahme. Dann können wir das nochmal eben kurz umgehen, dass sie abhauen wollen. Und jetzt geht's hier weiter. So, die OP holen wir uns noch eben rein und dann mache ich jetzt aber echt Schluss. Die hat tatsächlich noch Koma drin, ne? TC-Aufnahme, stationäre Aufnahme. So, können wir jetzt uns die OP-Bilder angucken?
Was schon mal gut ist, sie wird einfach nicht irgendwo aufgeschnitten. Oh, ja. Wahnsinn. Ja, ich weiß, ihr wollt alle gehen, ne? Weil diese Labore da unten einfach nicht hinterherkommen. Boah, guck mal. Das habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Ich möchte gerne einmal den Patienten ran hier. Schon wieder da oben. Ruckel, ruckel. Immer noch 6 versteckte Symptome. Das ist ja echt heftig. Wow. Ja, liegt immer noch im Koma, ne? Wo mir das gerade einfällt. Patient mit falscher Diagnose zurückgekehrt. Cool. Machen wir in der nächsten Folge. Wie viele Ärzte habe ich hier unten eigentlich? Die müssten doch so langsam auch mal hoffnungslos überfordert sein, oder? Das sind ja so viele jetzt gerade. Sachen, über die man sich keinen Kopf macht. Pass auf, das regeln wir gleich mal in der nächsten Folge. So, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal irgendwie was da lassen. Abo, Like, Kommentare gerne wieder gesehen. Ansonsten, wie immer, reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.